Willkommen aus dem P3-Studio. Das Thema Blackout ist in den letzten Monaten in allen Medien und damit auch in den Köpfen vieler Menschen präsent. Während viele in echter Sorge leben, sprechen mittlerweile immer mehr Personen von einer unbegründeten Panikmache. Doch wo liegt die Realität? Genau darüber möchte ich mich heute mit dem Blackout-Experten Herbert Sauruck unterhalten. Hallo. Herr Sauruck, kommen wir gleich zum Eingangsstatement. Ist ein Blackout nun wirklich eine ernstzunehmende Bedrohung oder ist es die von vielen zitierte Panikmache? Ich beschäftige mich seit über 10 Jahren mit diesem Thema und mit den Entwicklungen im europäischen Verbundsystem und ich gehe von einer wirklich ernstzunehmenden Bedrohung aus. Es weiß natürlich niemand, wann es wirklich passiert, ob es wirklich passiert, aber ich finde, in den letzten Monaten waren die Entwicklungen so und auch das, was in nächster Zeit absehbar ist, dass wir damit rechnen sollten. Immer in der Hoffnung, dass wir das, was wir vorbereiten, nicht brauchen, aber wir sollten nicht blauäugig in eine Krise stolpern, wie wir das bei der Pandemie oder bei anderen Krisen in der letzten Zeit gemacht haben. Sie sprechen es an, erwartet haben, jetzt haben Sie auch vor dem Winter schon gesagt, ich mache mir echte Sorgen, jetzt ist der Winter vorbei, passiert ist nichts, kann man daraus schließen, unsere Systeme sind stabiler, als wir es alle gedacht haben? Nein, es hat viele, auch mich, überrascht, dass es so problemlos über den Winter gegangen ist, sowohl gasseitig wie auch stromseitig. Aber ich höre jetzt auch immer wieder von Leuten, die nicht unbedingt meiner Meinung folgen, dass sie auch damit nicht gerechnet haben, dass das so entspannt ist. Und das hat sehr viel mit dem Wetter zu tun. Wir hatten einen sehr milden Winter, mit dem eigentlich kaum jemand gerechnet hat. Und es war halt viel Glück dabei. Und das ist immer die Gefahr dann auch für die Aufmerksamkeit. Weil dann hast du wieder, das war ja wieder alles nur übertrieben. Das, was jetzt aber mehr und mehr Meldungen kommen und schon vorher auch die Aussage war, der nächste Winter wird viel problematischer als der vergangene. Also ich denke, wir sollten uns weiterhin damit beschäftigen. Jetzt ist zwar der Sommer vor der Tür und wir wollen ja entspannt das Ganze angehen, aber ich denke, wir sollten uns doch darauf einstellen, es könnte in den nächsten Monaten oder wenigen Jahren wirklich problematisch werden und besser vorbereitet und wir brauchen es nicht wie umgekehrt. Sie haben es vorher auch angesprochen, es sind so gewisse Ereignisse und Dinge, die Sie besorgt machen. Was ist das auch konkret? Ja, es war für den letzten Winter vor allem die Gassituation, die sehr unklar war, das weit besser gelaufen ist als eben erwartet. Wir haben auch die Situation mit der französischen Nuklearsicherheit gehabt, die auch problematischer verlaufen ist, als es eigentlich erwartet worden ist, aber durch die milden Temperaturen da nicht eskaliert ist. Wir haben aktuell die Situation mit der Trockenheit in Südwesteuropa, also vor allem Frankreich, Italien, Spanien, die wahrscheinlich in den nächsten Wochen auch in der Stromversorgung zur Herausforderung wird, weil man die Kraftwerke nicht mehr ausreichend kühlen kann oder keinen Wasserstrom produzieren kann. Und so gibt es einige Themen bis hin auch mögliche Sabotagen oder Cyber-Zwischenfälle durch den Ukraine-Krieg, die auch Europa betreffen können. Und daher gibt es eigentlich eine Vielzahl von Ereignissen, die für sich durchaus beherrschbar sind. Aber die Gefahr ist halt, wenn viele gleichzeitig auftreten können oder auch auftreten, wie es derzeit eben zu erkennen ist, dann steigt auch die Gefahr, dass irgendwas Ungeplantes passiert. Und das sollte uns einfach leitend sein. Ne? Jetzt hört man von immer mehr Menschen, die in den letzten Monaten auf ihrem Dach eine PV-Anlage aufgestellt haben. Mich kann das ja sowieso nicht mehr betreffen. Ich produziere meinen eigenen Strom. Inwieweit ist diese Annahme richtig? Das ist ein Teil des Problems, dass viele Menschen keine Ahnung haben, wie Stromversorgung funktioniert und dass die meisten Photovoltaikanlagen, die auch leider nach wie vor installiert werden, bei einem Stromausfall sich aus Sicherheitsgründen planmäßig abschalten und keinen Strom produzieren. Ich benötige eine inselbetriebsfähige Anlage, das heißt eine Netztrennung, einen Wechseltrichter, der dann ein Inselnetz aufbauen kann, einen Hybriden und in der Regel auch einen Speicher, damit ich eben diese Schwankungen ausgleichen kann und jederzeit Strom produzieren kann. Das heißt, die meisten Photovoltaikanlagen funktionieren eben bei Blackout oder bei Stromausfall nicht. Jetzt ist auch ein anderes Argument, das man oft hört, die Stromversorger sagen, innerhalb von einem Tag könnte Österreich wieder hochfahren und einen Tag ohne Strom, das werde ich schon überstehen. Warum ist es trotzdem so problematisch, wenn der Strom da vielleicht nur für einen Tag weg ist? Das ist leider, was auch nach wie vor meine tägliche Erfahrung ist, egal mit welcher Organisation, dass eben die Folgewirkungen massiv unterschätzt werden. Und es ist durchaus plausibel, dass wir nach rund einem Tag in Österreich wieder weitgehend mit Strom versorgt sind. Es würde aber bedeuten, dass möglicherweise mehrere Tage noch keine Telekommunikation, also kein Handy, kein Festnetz, kein Internet funktionieren. Und ohne dem funktioniert auch keine Produktion, keine Logistik, keine Treibstoffversorgung im Großen. Das heißt, wir haben keine Versorgung und das ist eigentlich das Problem. Es ist nicht der Stromausfall das Problem, sondern dieser Lieferkettenkollaps.
Und wir haben in den letzten Jahren jetzt doch einige Ereignisse vom Suezkanal bis sonstige Ereignisse gesehen, die sehr schwerwiegende Folgen eigentlich für die Lieferketten ausgelöst haben, aktuell auch im Medikamentenbereich. Und wenn ich sage, ich habe in Mitteleuropa einen großflächigen Stromausfall, der auch nur mehrere Stunden dauert, dann wissen wir, oder es gibt internationale Einschätzungen, dass binnen Stunden Millionen Tiere in der Tierhaltung verenden, weil eben Landwirte in größeren Einheiten oft nicht vorbereitet sind, was massive Folgewirkungen für die nächsten Monate in der Versorgung hätte. Und das betrifft auch viele Bereiche. Und ich arbeite auch gerade sehr intensiv mit der Lebensmittelwirtschaft zusammen, wo wir eben schauen, wie können wir möglichst rasch wieder eine Produktion, eigentlich Notproduktion starten. Und alle Ergebnisse sind, vor der zweiten Woche wird hier nicht viel anlaufen können. Und dann ist immer das große Fragezeichen, was ist mit der Logistik, funktioniert die, kriegt die überhaupt einen Treibstoff, sind die Fahrer überhaupt verfügbar? Und wenn die nicht vorbereitet waren und zu Hause ein Problem haben, kommen sie nicht in die Arbeit. Und das ist das große Problem. Je mehr Menschen eben nicht vorbereitet sind, wie aktuell, desto schwieriger wird es, die Versorgungslogistik wieder hochzufahren. Also der Stromausfall ist nicht das Problem, sondern das, was danach kommt. Sie sprechen es an, das Thema Vorbereitung. Wie sollte man sich jetzt auch als Einzelhaushalt wirklich vorbereiten, dass es zielführend ist? Das ist ja, was wieder das Überraschende ist, es geht relativ einfach. Und wir hatten vor 2-3 Jahrzehnten der selbstverständlich die Speise zu Hause, aber wir sind nicht täglich einkaufen gegangen. Und es gibt 3 wesentliche Dinge, die man zu Hause haben sollte. Das ist einmal Wasser. Sollte es bei der Wasserversorgung ein Problem während des Stromausfalls geben, das heißt im Minimum ein 6er-Tragerl Mineralwasser für eine Person, dann komme ich ein paar Tage über die Runden, sollte es wirklich ein Problem geben. Wenn ich weiß, bei mir gibt es möglicherweise ein Problem, auch in St. Pölten in höheren Stöcken, kann das durchaus problematisch werden, wenn die Drucksteigerung ausfallen sollte, dann sollte ich vielleicht ein bisschen mehr zu Hause haben. Dann geht es um Medikamente und Erste-Hilfe-Fähigkeit, weil ich kann auch keinen Notruf absetzen, ich muss mir selbst helfen können. Auch die Apotheken und das restliche Gesundheitssystem funktioniert großteils nicht oder nur eingeschränkt, weil auch da die ganze Logistik davon abhängig ist. Und dann geht es um Lebensmittel, damit ich mir 14 Tage eben was zubereiten kann. Das beginnt einmal zu schauen, was habe ich im Alltag eh zu Hause, und das aufzustocken mit Konserven, Nudeln, Reis, die länger haltbar sind. Die kann ich dann auch wieder kochen, wenn der Strom wieder da ist, also zweiten, dritten Tag, aber ich kann nichts einkaufen, was nichts geben wird. Aber jetzt sagen auch viele, meine Wohnung ist klein, ich wohne auf 40, 50 Quadratmetern, ich habe keinen Platz. Wie kann das dann auch in der Praxis funktionieren, dass auch Menschen, die nicht im Einfamilienhaus leben, da ausreichend Vorräte und Gaskocher und so weiter daheim haben? Der Gaskocher ist mal unwichtig, weil 1-2 Tage ohne gekochten komme ich locker über die Runden. Zur Not auch die kalte Konserve, aber zuerst gilt es eh, den Kühlschrank mal leeren zu essen, damit da nichts verdirbt. Und ja, es gibt leider keine Alternative. Und ich glaube, auch in der 40 Quadratmeter Wohnung unter am Bett, im Kasten, auf dem Kasten, irgendwo findet man einen Platz, wo man ein paar Kilo Spaghetti oder was Einfaches unterbringt, damit man zumindest notdürftig was hat. Grundsätzlich wäre es auch so, dass unser Körper 3 Wochen ohne Nahrungszufuhr aushaltet. Nur muss man mental die ersten 3 Tage schaffen, bis sich der Körper umgestellt hat. Also man könnte das auch ohne Nahrungszufuhr schaffen. Ich glaube, es ist angenehmer, wenn man was bereit hat. Die wichtige Botschaft ist, es gibt keine Alternative. Weder die Stadt noch sonst irgendjemand wird kommen und sagen, bitte komm, ich habe für dich was jetzt zum Essen, weil es kann niemand Millionen oder 60.000 Menschen in St. Pölten helfen, wenn die Strukturen, die wir tagtäglich gewohnt sind, nicht funktionieren. Jetzt gibt es gerade in dieser Prepper-Szene auch immer diese Legende vom einsamen Wolf, der sich da in so einem Krisenfall einbunkert und zur Not sein Grundstück mit Waffengewalt verteidigt. Wie sinnvoll ist, auch als eine solche Strategie zu wählen? Das ist leider auch medial immer das Highlight, wenn man diese Extremseite immer darstellt. Ich denke, wir müssen nicht im Wald überleben, sondern zu Hause in den eigenen 4 Wänden mit der eigenen Nachbarschaft zusammenhelfen. Und auch dann immer die Sorge, ja, an Plünderung und dies und das. Wenn wir als Bevölkerung, als Menschen nicht schaffen, dass wir mit unserem Umfeld so eine Krise bewältigen, dass wir danach uns auch nach wie vor in die Augen schauen können, gibt es uns einfach nicht mehr. Weil es gibt niemanden, der das irgendwie kompensieren kann. Es wird nicht genug Polizei geben, es wird auch nicht genug Militär geben und schon gar nicht in den ersten Tagen. Und wenn wir nicht vernünftig genug sind, uns vorzubereiten und in der Situation zusammenzuhelfen und aufeinander zu schauen, dann haben wir leider keine gute Zukunft. Aber ist es dann nicht ein Problem, dass gerade in größeren Wohnhausanlagen oft die Menschen nicht einmal mehr den direkten Nachbarn kennen? Ja, das ist leider heute üblich.
Aber normal ist es in Krisen so, dass man dann sehr wohl, wenn man den Nachbarn auch bisher noch nicht gekannt hat, vielleicht dann doch mal miteinander spricht und versucht, eben aufzufordern, machen wir was gemeinsam. Ich habe vielleicht irgendeine Kochmöglichkeit, der andere hat, ich habe zu viel im Kühlschrank und das muss verbraucht werden, damit es nicht verdirbt. Das ist die größere Gefahr am ersten, zweiten Tag, dass die Waren verderben und nicht genutzt werden. Und daher gilt es auch da zu kooperieren und vor allem auch auf jene Menschen zu schauen, die vielleicht ein gesundheitliches Problem haben oder in einem Hochhaus wohnen und nicht mobil sind ohne Aufzug. Und genau da gilt es auch, diese Kooperation. Jetzt habe ich auch in meinem engsten Umfeld Menschen, die beispielsweise sagen, sie haben ihren Notfallplan zurechtgelegt, sie würden dann im Fall eines Blackouts sofort zu Familienmitgliedern aufs Land von der Stadt sozusagen flüchten. Macht es eigentlich Sinn, die Städte dann zu meiden und sich so einen Rückzugsort zu suchen? Oder? Ländliche Regionen haben es natürlich leichter, weil man dort nicht täglich einkauft, soziale auch eine Struktur ist, besser sich kennt und besser zusammenarbeitet. Also wenn ich die Möglichkeit habe, ist es vielleicht kein Fehler. Es sollten halt schon ein paar Leute da bleiben, die ein bisschen schauen, dass Ordnung und Struktur aufrecht bleibt. Aber wenn ich die Möglichkeit habe und es auch entsprechend vorbereitet habe und vor allem dort auch Vorsorge betrieben habe, weil irgendwo aufs Land zu fahren und zu glauben, die erwarten einen, wenn man nicht selber vorgesorgt hat, das wird nicht funktionieren. Aber wenn ich sage, ich habe jemanden dort, dann ist das sicher eine Möglichkeit. Jetzt sind Sie seit vielen Jahren auch als Berater der Stadt St. Pölten in Blackout-Fragen tätig. Wie gut ist eigentlich auch St. Pölten als Stadt mittlerweile gerüstet? Also wir haben St. Pölten 2019 ein größeres Projekt gestartet, haben eben die Wasserversorgung, Abwasserentsorgung speziell angeschaut. Es funktioniert im Großen, es gibt eben auch Ausnahmen natürlich und versucht auch andere Bereiche, diese Selbsthilfebasen zum Beispiel, zu definieren einmal. Die sind jetzt in der Fertigstellung, das heißt dezentrale Anlaufstellen in Volksschulen. Da gibt es auf der Homepage eben auch die genauen Standorte, wo ich hingehen kann und dann einen Notruf absetzen kann oder mich auch in der Nachbarschaft dort organisieren kann. Und da sind einige Dinge passiert. Das ist wichtig und gut, aber es muss klar sein, das wird nur funktionieren, wenn die breite Masse in St. Pölten auch die Eigenvorsorge betreibt. Weil das ersetzt eben die Eigenvorsorge nicht. Entscheidend ist, dass die Wasserversorgung, die Abwasserversorgung großteils eben funktioniert, weil das ist die Basis, dafür ist die Gemeinde natürlich verantwortlich auch. Dann Gesundheitsversorgung sind wir auch dabei, dass man da ein bisschen Notversorgung aufrechterhalten kann, aber sonst wird sie eingeschränkt sein. Welche Rolle spielt es da auch, die Wirtschaft vorzubereiten? Weil Sie waren erst kürzlich bei einem Wirtschaftsvortrag auch für Klein- und Mittelbetriebe hier in St. Pölten. Genau, Wirtschaft ist genauso ein Punkt. Ich muss genauso wissen, was bedeutet das, wie erkenne ich es, wie fahre ich geordnet herunter, wer muss vielleicht doch Leistungen aufrechterhalten, zum Beispiel im Lebensmittelbereich, im Gesundheitsbereich. Die anderen müssen einfach nur warten, bis wieder was geht, bis die Versorgung wieder funktioniert. Und erst dann macht es für die meisten Betriebe wieder Sinn, die Arbeit zu starten, weil solange die Mitarbeiter nicht genug zu essen haben, wird ein normales Arbeiten nicht möglich sein. Und Wirtschaft ist auch insofern wichtig, weil die oft dann doch irgendwelche Ressourcen auch bereitstellen können, auf die man vielleicht gar nicht gedacht hat. Und daher dieser Austausch, diese Vernetzung auch ganz ein wichtiger Punkt. Aber das heißt, es ist noch viel Überzeugungsarbeit in Sachen Krisenprävention zu tun. Dann sage ich Ihnen danke fürs Kommen und an Sie, verehrte Zuseherinnen und Zuseher, danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.